Willkommen zurück zum Tutorial der Ultimate Car Mod. Heute zeige ich, wie man neben dem normalen, einfachen Wooden Car, was hier inzwischen dreimal vorhanden ist, auch noch andere Autos baut. Aber bevor wir das tun, möchte ich einmal ganz kurz zeigen, wie man denn eigentlich tankt. Dazu fährt man bei der Tankstelle vor. Jetzt steht oben rechts noch Free. Wenn ich jetzt drauf fahre, erscheint automatisch Ready. Ich schalte den Motor aus, ich steige aus. Und an der Zapfsäule mit Rechtsklick, wenn ich das richtig sehe, ist das einmal der Kraftstoff, der die Anzeige des Autos selber, was noch im Auto drin ist. Und die Anzeige, was in der Fuel Station enthalten ist. Wenn ich jetzt Start klicke, läuft der Wagen voll und da passt richtig viel rein. Und ich gehe auf Stopp, der Wagen ist vollgetankt, in der Zapfsäule ist jetzt nicht mehr so viel drin. Und wir sehen das eben auch, wenn wir einsteigen und auf I drücken, dass jetzt der Tank komplett voll ist. Und die beiden Schlüssel übrigens auch, die letztes Mal noch nicht zu sehen waren. Das ist nämlich ein neues Auto, was ich gebaut habe. Die beiden Schlüssel sind halt auch direkt im Auto mit dabei. Eine andere Sache ist, achso, hupen kann man übrigens auch. Mit H. Eine andere Sache sind die Car-Workshops. Ich habe die einfach mal ebenerdig gesetzt. Hier war zunächst nur ein Car-Workshop, der mit Rampen befahrbar war. Um ein bisschen Platz zu sparen, habe ich mir jetzt gedacht, ich bin mal clever und mache das einfach mal ebenerdig. Und habe dann auch gleich einen zweiten daneben gesetzt. Hier habe ich es ebenerdig gesetzt und setzen auch mal gerade eben wieder die Tageszeit ein bisschen auf hell hier. Dann sieht man auch ein bisschen mehr. Was ich jetzt gerne bauen möchte, ist ebenfalls ein Wooden Car, aber nicht ein Single Seat, also ein Einsitzer, sondern ein Zweisitzer. Den baut man folgendermaßen. Eine Windschutzscheibe. Zwei Sitze. Kontrolleinheit. Also natürlich ziemlich ähnlich wie bei dem kleinen Wooden Car. Ein Dreizylinder-Motor. Es gibt auch Sechszylinder. Wir nehmen aber jetzt drei. Und wieder unser Beispiel mit der Eiche als Car-Body-Part. Hier unten müssen auch noch zwei hin. Dann haben wir die Achsen ganz normal und den Tank in der Mitte. Und schwuppdiwupp haben wir einen Zweisitzer. Spawn-Car. Und schon steht er da. Ja, ist größer. Kann man auch wohl offensichtlich zu zweit drin sitzen. Kann ich jetzt leider nicht ausprobieren, weil ich hier alleine bin. Aber den fahren wir jetzt erstmal runter hier und parken den hier an der Säule. Als nächstes stellen wir auf dem Car Workshop einen Transporter her. Mit einer Windschutzscheibe, mit einem Sitz, einer Kontrolleinheit, zwei Truhen, einem Dreizylindermotor, dann als Car-Body-Part quasi kann man oder muss man Hardened Clay verwenden, also gebrannten Ton. Wir können zum Beispiel grün nehmen. Drei Achsen und einen Tank. Alternativ kann man auch anstatt der zweiten Truhe einen Container verwenden, den man hier oben reinsetzt, dann ist das Fassungsvermögen des Fahrzeugs noch größer. Wir stellen einfach mal beides her. Erstmal mit den Truhen. Dann sieht man, dass hier nichts drauf ist. Spawn Car. Da steht er. So sieht er aus. Wir fahren mal ein Stückchen vor oder eine Runde. Lassen ihn hier mal so stehen. Ja, es werden immer mehr Autos, so langsam wird das hier ein richtiger Parkplatz. Die andere Version sieht dann folgendermaßen aus. Mit Sitz, mit Kontrolleinheit. Das ist ja immer weitestgehend immer dasselbe. So, eine Truhe anstatt der zweiten Truhe. Wie gesagt, ein Container. Dann haben wir den Dreizylindermotor. Dann haben wir die Car-Body-Parts. In dem Fall, nee, nehmen wir jetzt mal braun. Da sage ich gleich noch was zu. Dann die drei Achsen und einen Tank. Und man sieht,
Jetzt kann man hinten mit dem Container noch mehr aufladen. Interessant übrigens auch, dass das mit Terrakotta nicht funktioniert. Ich habe hier Terrakotta drin. Ach, jetzt regnet es auch noch. Wenn ich diese Brown Terrakotta Blöcke rausnehme und Normal Terrakotta reinsetze, geht es nicht. Warum es nicht geht, weiß ich nicht. Ob noch andere Blöcke davon betroffen sind, weiß ich auch nicht. Normalerweise müsste es mit jedem Hardened Clay funktionieren. Aber es funktioniert nicht ausnahmslos. Aber egal. Spawn Car. So sieht dieser Transporter aus. Müssen alle noch vollgetankt werden. Und als nächstes. Den Regen stellen wir jetzt erstmal aus. Sehr schön. Das bringt uns gleich zum nächsten Wagen, zum nächsten und letzten Wagen, nämlich einen Sportwagen. Windschutzscheibe. Sitz. Kontrolleinheit. Truhe. Ein Sechszylindermotor in diesem Fall. Clay. Lass uns mal eine andere Farbe dafür nehmen. Einfach mal gelb. Lass uns mal gelb nehmen. Gelb nehmen wir jetzt. Yellow Terracotta. Einen schönen gelben Sportwagen. Mit zwei Achsen natürlich. Und einem Tank. So sieht er aus. Könnte auch ein kleiner LKW sein. Aber das ist der Sportwagen. Also die Windschutzscheibe ist nicht besonders aerodynamisch. Mal gucken, wie schnell das Ding ist. Ach, ist ja lustig. Das sieht ja lustig aus. Ach, der klingt auch anders. Sehr cool. Okay, wenn ich jetzt fahren könnte, wäre das super. Der ist auch schneller. Der ist 46 km/h schnell oder Meilen, weiß ich nicht. Die anderen waren nur 36. Aber das wäre nochmal interessant. Ja, also richtig austesten können wir es jetzt nicht. Aber ich würde natürlich gerne nochmal eben ausprobieren, wie schnell denn dieser Transporter ist. Der ist nur 28 km/h schnell. Das Wooden Car. Ach, ausmachen sollen wir uns vielleicht auch noch. Das Wooden Car war nämlich, glaube ich, 36 Meilen schnell. Ja. Wie schnell ist denn der Zweisitzer? Da haben wir leider nur einen von. Aber. So, ich hoffe, der Sprit reicht noch, um das jetzt mal auszuprobieren. 14 km/h fährt er schon mal rückwärts. Oder wie gesagt, Meilen. 34. Also jedes dieser Fahrzeuge fährt unterschiedlich schnell. Aber das ist das Angebot an Fahrzeugen, was die Ultimate Car Mod zu bieten hat. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.